Herzlich willkommen zu diesem Video. Das war die erste Hälfte meines Solos aus meinem Song Scary World von meinem neuen Album Pain of Discipline, das am 16.11. erscheinen wird mit einem CD-Release-Konzert im Colos-Saal in Aschaffenburg. Tickets gibt's unten in der Beschreibung. So, dieses Solo zeige ich dir heute und auch wenn dich meine Musik nicht wirklich interessiert, ist es trotzdem sinnvoll dran zu bleiben, denn das ist eine super geile Alternate Picking und vor allem Handsynchronisationsübung. Bleib also auf jeden Fall dran und lern zumindest mal die erste Hälfte von der ersten Hälfte, denn es ist wirklich sehr interessant. Es ist nicht besonders schwer, klar, auf der Geschwindigkeit ist es nicht so einfach, aber es ist leichter als du denkst. Wir arbeiten mit zwei Leerseiten, nämlich der leeren B-Seite und der leeren G-Seite und die Skalen sind alteriert, superlokrisch. Brauchst du alles nicht wissen, du kannst einfach die Tabs spielen und das andere ist mixolydisch B6. Beides sind im Prinzip, wenn man so will, Modes aus melodisch Moll. Das soll aber halt heute überhaupt nicht das Thema sein, sondern ich zeige dir das einfach mit der Tab. Ja, die Tab kannst du im freien Mitgliederbereich runterladen und auch der Jam-Track, der original von meiner CD ist, kannst du dir auch runterladen. Alles klar, legen wir los. Erste Zeile. Wir haben die Hand hier am 12. Bund in der 12. Lage. Und ich mache dir mal den ersten Takt ganz langsam. 1, 2, 3, 4. Noch ein bisschen langsamer? Okay, noch ein bisschen langsamer. Machen die Beispiele alle auf 40 und ich zeige sie dir auf 40, ja? Erster Takt. Nochmal erster Takt. So, das ist wirklich der einfachste Takt. Okay, was ich hier mache, ich benutze die Leerseite als sogenannten Pedal-Tone oder wie man das nennt und mache hier einfaches Alternate Picking. So, du solltest unbedingt drauf achten, ne? Nichts auflegen hier oder so. Schön das Pick so in der Hand, ja, Kamera 2, genau. Und dann hier, ne? Schön drum, 45 Grad Winkel. Und dann kannst du unterstützen mit dem zweiten Finger hier so. Ja, 45 Grad Winkel und dann mit dem zweiten Finger unterstützen und dann mit der Spitze hier Pick, ne? Es ist die ganze Zeit nur durchgehendes Alternate Picking und eine super Ausdauerübung. So, und da du ja Leerseiten abwechselnd mit gegriffenen Tönen spielst, da kommt dann die Synchronisation ins Spiel, dass du den Finger halt genau, wenn der Ton kommt, runtersetzt und nicht versetzt, weil wenn du ihn versetzt, draufsetzt, dann bist du nicht synchron. Deswegen ist das eine super Synchronisationsübung, weil genau das die Schwierigkeit ist bei solchen Leerseitenlicks. Okay? Nehmen wir den zweiten Takt. Ist fast das gleiche. Die erste Hälfte ist die gleiche. Und dann sind wir von der 12. Position auf die 13. gerutscht und spielen 4., 3. und 1. Finger auf 16, 15, 13. Und die Rhythmik ist immer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Mal die erste Zeile mit Klick. Zweite Zeile, der erste Takt ist exakt genau das gleiche wie der allererste Takt. Und wir haben dann die Klammer 1, also das erste Ending von dieser Wiederholung, die da steht. Und du merkst, hier hat sich die Rhythmik geändert. Wir haben jetzt einfach gegriffener Ton, Leerseite, gegriffener Ton, Leerseite. Ist komplett gerade, ne? Das mal mit Klick. So, das ist das erste Ending, dann wird das komplett wiederholt, aber am Schluss kommt dann, das ist jetzt die zweite Klammer, und und ist das Teil einfach nur kürzer. Ja, also im Prinzip auch genau das gleiche wie die erste Klammer, ist nur eine 16. Gruppe weg und es bleibt ein anderer Ton stehen. Machen wir mal kompletten ersten Part, das sind die ersten zwei Zeilen durch, ja, aber ich mache es ein bisschen schneller. Ja? Also du solltest jetzt erst die Einzelparts üben mit, sagen wir mal 40 in 16. und jetzt mache ich es mal auf 60 in 16. 3, 4. So, kleine Korrektur. Der dritte Takt ist doch nicht exakt gleich wie der erste. Es ist ein Ton anders, nämlich die 10 am Schluss hier. Ja, das ist nur die letzten beiden 16. Eigentlich nur die zweitletzte 16. ist eine 10 statt einer 12. Also, sorry, habe ich eben übersehen. Ansonsten ist es genau das gleiche, ne? Wir machen mal den dritten Takt noch einmal einzeln, ja? Mit 40 BPM. Also der erste Takt in der zweiten Zeile. Na, 10 statt 12. Okay, jetzt haben wir es aber. So, das ist der leichte Part. Na, machen wir den nochmal auf Originaltempo. Was ist eigentlich das Originaltempo? Jetzt muss ich kurz nachgucken, ehrlich gesagt. 128 BPM ist das Originaltempo. 128 BPM, 16. Noten in dem Fall. Und jetzt wird es, wie gesagt, komplizierter. Jetzt wechseln wir in die Skala mixolydisch B6 oder mixolydisch B13. Das ist der 5. Mode aus melodisch Moll. Aber wie gesagt, das tut nichts zur Sache. Du kannst einfach die Tab nachspielen, ohne dass du verstehst, was hier passiert. Wenn du verstehen willst, was hier passiert, empfehle ich dir meinen Kurs Theorie und Gehörbildung für Gitarristen. Okay, legen wir los. Wir haben jetzt eine andere Verteilung. Wir spielen 2 Noten nacheinander, ja. Und haben aber auch wieder dieses Pattern. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. So, das kannst du erstmal üben. Das ist die erste Hälfte von diesem Takt. Oder ist es. Genau, ist die erste Hälfte von vom ersten Takt in der dritten Zeile, ja? Und das üben wir einfach mal mit Klick, okay? Drei, vier. Drei, vier. Okay, jetzt kommt die zweite Hälfte. Ist genau das gleiche, nur 2 Bünde höher. Ich habe im Video eben, als ich es ganz gespielt habe, spiele ich es mit dem zweiten Finger. Und spiele es mit einer Double-Support-Haltung. Ja. Kann ich besser abdämpfen und so. Ja. Kannst du dir aussuchen, wie du es machst. Du kannst auch in der klassischen Haltung spielen. Oder beides mal üben. Das ist nicht so wichtig. Ja? Wenn Fingersatz wichtig wird, erwähne ich es. Hier ist er noch nicht wichtig. Ob jetzt 1-3 oder 1-2, ist wurscht. Ja? Also zweite Hälfte ist... Und der ganze Takt zusammen mit Klick. Dritte Zeile. Na? So, das erstmal üben. Dann geht es genau gleich weiter, nur haben wir die Töne 16 und 17 jetzt. Ja? Die erste Hälfte vom zweiten Takt in der dritten Zeile. Hier oben. Und jetzt haben wir wieder den Rhythmus von oben, hier ist 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 mit Leersaiten. Und dann geht's 20, leer, leer, 19, leer, leer, 17, leer. Kannst du erstmal getrennt üben. Drei, vier. Okay, und dann kombinieren mit dem Anfang. Das wirklich mit vierten, dritten und ersten Finger spielen. Manchmal kann man es, also ich kann es auch mit dem dritten, zweiten und ersten spielen. So muss ich nicht rutschen, ne? Das Wichtige beim Fingersatz, und das versuche ich immer rüberzubringen, ist, leg dir einen fest und spiel ihn immer gleich. Probleme beim Fingersatz entstehen meistens nur, wenn du einmal so und einmal so spielst. Weil dann das Gehirn verschiedene Sachen einspeichert und das funktioniert leider überhaupt nicht. Also, immer den gleichen Fingersatz, dann kann dir eigentlich nichts passieren. Das war jetzt die dritte Zeile, die machen wir jetzt einmal ganz langsam. Dritte Zeile. Vierte Zeile. Jetzt haben wir auch eine Dreierverschiebung, die geht aber jetzt komplett durch bis zum Ende. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nennt sich Odd over Even. Ja? Und zwar geht das hier los und ich zeige dir jetzt einfach mal die Töne für die ganze Zeile, die ich spiele. So, das ist hier 16, 17... 14, 16, 12, 14, 10, 12, 8, 10, 7, 8, 5, 7, 4, 5, 4. Das würde ich erstmal einprogrammieren, ja? Übrigens, wenn du dich fragst, wo kommt denn jetzt der Sound her? Der Sound klingt gut. Das ist mein FM3 und das ist die erste Version meiner Sounds, die ich auch wirklich im Colos-Saal spielen werde. Ja? Also den FM3 werde ich benutzen, weil ich habe mir überlegt, ich brauche eigentlich wirklich nur 3 Sounds mit ein paar Variationen, die ich immer nur einmal spiele und dafür reicht der FM3 komplett aus. Und die habe ich gestern programmiert in einer Viertelstunde. Die werden noch etwas gefeintuned. Ich glaube, es ist ein bisschen viel Verzerrung drin momentan. Und du hörst gerade den Rhythmus-Sound, weil der Lead-Sound hat natürlich sehr viel Delay, ne? Ne? Damit das schön voll klingt, wenn ich ein Lied spiele. Was der Rhythmus-Sound, der ist komplett trocken, ne? Also. Aber du kannst es natürlich viel besser hören, wenn ich das ganze Delay immer mit reinklingt, ne? Spielst dir vielleicht nachher noch einmal mit dem Lead-Sound, okay? So, jetzt haben wir aber, ne? So, das sind die Töne. Jetzt kommt eine Spezialität noch dazu. Am Schluss spiele ich einen Triller. Das heißt, du hämmerst und pull-offst so schnell auf die 5, wie du kannst. Ein Triller. Ja, nochmal. Und das spielen wir jetzt mal die ganze Zeile ganz langsam. Nochmal. Und ja, wie gesagt, Triller, der ist variabel von der Geschwindigkeit. Einfach so schnell wie du kannst. Zum Takt nachher. Okay, das war Zeile 4. Ja? Das ist wie gesagt einfach nur diese Verschiebung. So, und jetzt ist der schwierige Teil, weswegen ich das Intro, glaube 5-mal spielen musste. Also den musst du noch üben. Und der geht so, ich mach's mal direkt mit Klick, dass du mitlesen kannst. Einmal schnell, damit du das im Zusammenhang hörst. 3, 4. Okay, und zum Schluss kann man, wenn man will, so ein Flageolett machen. Wenn du wissen willst, wie das geht, such nach dem Video, wie man diese Quietscher macht. Wie man diese Quietscher macht. Gibt's ein Video von mir. Auf YouTube. Vielleicht blenden wir es da ein. Okay, langsam und schrittweise. Ich spiele hier praktisch so eine 3-Note-per-String-Sequenz. Das ist das Pattern, ja? Ist auch wieder 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Nur ein bisschen komplexer, ja? 12, 14, leer. 16, 14, leer. 12, leer. Und genau dieses Muster verschiebe ich einfach nur. Da, also das ist das erste, das ist das zweite, das ist das dritte, das ist das vierte. Ja? Also mit den Leerseiten dazwischen. Das mal langsam nochmal. Das ist die zweitletzte Zeile. Ja? Üben. Und jetzt kommt die letzte Zeile. Da haben wir wieder dieses alte Pattern. Na, einfach. Mach mal langsam. Das einfach ablesen. Ja, es ist dasselbe Prinzip 1, 2, 3, 1, 2, wie ich schon ganz oft erklärt habe heute. Und damit habe ich dir das komplette Solo erklärt. Vielleicht machen wir diese schwierige Stelle nochmal einmal am Stück, ja? Mit zweitletzter Zeile und letzter Zeile. 3, 4. Ja, Flageolett hat nicht geklappt. So, ja, das ist alles. Wie übst du das? Im Prinzip genau, wie ich es gezeigt habe. Erst ein Takt oder vielleicht sogar einen halben Takt mit eventuell sogar einer Pause, also die erste Hälfte und die zweite Hälfte Pause lassen. Unbedingt mit Metronom. Ja, ich finde mein Metronom nicht. Ah, das mache ich später mit. Nee, machst du nicht. Du holst dir jetzt das Metronom und übst jetzt mit Metronom. Weil die meisten, ne, immer diese Ausreden. Üb mit Metronom. Wenn du irgendwas, was anspruchsvoll ist, und das hier ist recht anspruchsvoll, schnell und sauber vor allem bekommen willst, üb mit Metronom. Üb mit Metronom. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich sag's nochmal. Üb mit Metronom. Okay, und üb kleine Stückchen, ne? Ein Takt, halber Takt, füg das zusammen zu der Zeile, mach den ganzen Part, also ich teile das im Prinzip in 3 Parts, ja, also ich habe dieses also im Prinzip genau das gleiche die ganze Zeit. Und dann hier haben wir den Part 2a, sage ich jetzt einfach mal. Und Part 2b. Ja, und dann ist das fertig. Warum zeige ich die zweite Hälfte nicht? Weil die unfassbar viel Arbeit ist, aufzuschreiben. Kannst du ja im Video bei der zweiten Hälfte angucken. Die ist halt, ja, da geht es halt nochmal mindestens 2 Level drüber. Vom Speed und von der Komplexität. Und wir haben Tapping drin. Und ja, es ist Tapping, schnelles Alternate Picking und zum Schluss sehr schnelles Alternate Picking. Deswegen zeige ich das erstmal nicht, ja. Wenn großes Interesse besteht und du das hier schon kannst, schreib's mal unten in die Comments rein. Würde mich interessieren. Und auch in die Comments eine Frage an dich. Erstens, kommst du zum Release-Konzert? 16.11.2024. 16.11. Ja, 16.11.2024 im Colos-Saal. Es gibt noch Karten. Und jedem, der sich überlegt hinzugehen, bitte kauft doch ein Ticket im Vorverkauf, damit der Veranstalter sieht, dass Interesse für das Konzert besteht. Na klar, ja, ich gehe da hin und aber kein Ticket kaufen, dann wissen wir nicht Bescheid. Ne? Und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, wenn unter 50 Tickets verkauft sind, sind glaube ich schon mehr, aber egal. Es ist bei vielen Konzerten so, jetzt auch ein allgemeiner Appell, dass die dann abgesagt werden. Deswegen, wenn ihr sagt, es interessiert mich, dann schreibt's dir in den Kalender, ja, kauf das Ticket und geh hin. Das wäre super toll, wenn du kleine Künstler wie mich unterstützen möchtest. Vielen, vielen Dank. So, ja, PDF kannst du dir, wie gesagt, im freien Mitgliederbereich runterladen. Da sind alle Begleitmaterialien von meinem YouTube-Channel, die ich in den Videos zeige. Und hier hast du jetzt Gitarre-Profile, PDF, und Jamtrack. Dir vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, zweimal den Daumen nach unten. Kanal abonnieren, Glöckchen nicht vergessen und irgendwas in die Kommentare schreiben. Freue ich mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao. Und wir sehen uns im Colos-Saal, oder?